Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei Pokémon Champ. Ich bin's wieder, euer Stefan, und heute ist der 6. Dezember, das heißt der Nikolaustag, für die meisten zumindest. Es gibt ein paar, die haben gestern schon Nikolaus gefeiert, unter anderem auch ich, weil er bei mir halt immer am 5. kommt. Ansonsten, die meisten feiern den ja am 6. und wir haben sogar, wow, das passt hier irgendwie gerade noch so ins Bild, ein Riesenpaket, ein Riesengeschenk. Bin mal gespannt, was sich hinter dieser 6. Tür verbirgt. Ich mache hier von oben mal auf. Okay. Oh wow, das ist eine Riesenschale. Oh wow, okay. Oh, okay, wir haben hier auf jeden Fall, oh, wir haben auf jeden Fall Booster. Und was ist? Okay, boah, 4 Booster. Wow, wir haben einmal Schimmernde Legenden, ein Schimmernde Legenden Genesekt am Mewtwo, Aufziehende Sturmröte und ein Nacht in Flammen Booster. Ziemlich cool mit Tapu Fini drauf. Und was verbirgt sich jetzt hier hinter? Ich bin mal gespannt. Leute, ich leg's so hin und reiß so von der Seite auf, dann sehen wir es alle gemeinsam, was sich hier hinter verbirgt. Okay, es ist auf jeden Fall irgendwas von Pokémon. Es ist ein Plüschi. Oh mein gosh. Guys. Leute. Es ist ein Naktara. Ein Naktara, sag ich so. Knüll, knüll, knüll. Ein Ding damit hier. Es ist ein Naktara-Plüschi. Ein Naktara, ein Aquana-Plüschi. Oh, wie cool ist das denn? Sieht ja super fancy aus. Lass ich aber den Schachtel drin. Oh wow, hier nochmal mit Aquana da. Guckt euch dieses süße Aquana an. Das muss ich jetzt aber dann leider zur Seite stellen. Sieht man mich hier in der Spiegelung? Hallo. Ah, hier ist meine Hand. Da ist mein Gesicht. Hallo. Huhu, da bin ich. Hallo. Oh wow, wie cool. Ein richtig schickes Aquana-Plüschi. Gibt es da vielleicht sogar noch mehr? Ich weiß es gar nicht. Okay, werde ich mir auf jeden Fall irgendwie einen Platz suchen, dass wir den vielleicht auch mal des Öfteren in den Streams oder so sehen. Ansonsten haben wir hier noch 4 Booster zum Öffnen heute. Zweimal Schimmernde Legenden, Aufziehende Sturmröte und Nacht im Flammen. Ich würde mal sagen, heute fangen wir mal mit Aufziehender Sturmröte an. Da würde uns auch noch irgendwie ein Pull fehlen. Wir hatten auch beim letzten Mal, glaube ich, ah gut, die Holo Energiekarte hatten wir gestern. Machen wir wieder 4-2. Und dann gucken wir mal, was wir hier haben. Ein Spoink, ein Palimpalim, haben ein Pummeluff, ein Owei, ein Velursi, eine Psycho-Energie-Karte, ein Hydragil, oh cool, ein Kokona, ein Miltank, ein Reverse-Holo-Molunk und die Rare ist ein Mamutel. Okay, leider wieder kein guter Pull bisher in Aufziehender Sturmrütte. Als nächstes würde ich sagen, machen wir Schimmernde Legenden Mewtwo-Pack auf. Gucken, was sich da drin verbirgt. Hier gibt es wieder den Code für euch, meine lieben Freunde. Codes for free. Und dann machen wir wieder 4 und 2. Und starten mit einem Quirtle. Da haben wir einen Bisaknosp, einen Zorua, einen Flammiau, einen Baldorfisch, eine Kampfenergiekarte, einen Energiekartenzugewinn. Dann einen Kleopatra, einen Ramoth. Eine Reverse Holo Lily und die Rare ist ein Viridium Holo. Okay. Als nächstes denke ich mal, machen wir Nacht in Flammen auf. Gucken, was wir hier drin haben. Da haben wir einmal wieder einen Nacht in Flammen Code für euch, meine lieben Freunde. Viel Spaß damit. Ihr könnt mir by the way auch wirklich gerne in die Kommentare unterschreiben, was ihr in den Codes drin hattet. Oder ihr in dem Code drin hattet, wenn ihr ihn einlöst oder in den Codes, je nachdem wie viel das ihr abstaubt. Pampuli, Alola Radfatz, ein Sodamak, Raupi, ein Porygon, eine Feenenergiekarte, ein Sodacheetah, ein Electek, eine Tracy, als Reverse Holo haben wir ein Kolossand und die Rare ist ein Zygarde Holo. Das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Ist sogar ein Drachentyp. Ist Zygarde ein Drachen-Pokémon? Das wusste ich gar nicht. Okay. Also sieht zumindest nicht aus, die ultimative Form sieht zumindest echt nicht aus wie ein Drache. Aber gut, ja, ich glaube es ist Drache-Boden auch. Dann kommen wir zum letzten Pack. Leute, was macht ihr denn eigentlich so am Nikolaus? Ich hoffe, er hat euch gute Sachen gebracht, ein paar Süßigkeiten, vielleicht sogar das ein oder andere Booster, ich weiß es nicht. Schon meine Legenden-Codes. Esst ihr, geht ihr noch essen oder so heute oder bleibt ihr einfach zu Hause und genießt den Tag noch alleine mit eurer Familie? Lasst mich dann mal unten auch noch in den Kommentaren wissen, wie ihr so euren Nikolaustag
verbringt. Da haben wir hier einen Tyrakrok, mit dem wir anfangen, ein Zurokex, ein Mietzunder, ein Plusel, ein Barmelin, eine Stahlenergiekarte, da haben wir einen Tausch, einen Tali, oh, ein Superball und ein Superball Reverse Holo. Und die Rare ist ein Palkia Holo. Heute mal leider wieder ohne Ultra Rare Pull, aber gut, was soll's, kann passieren. Wir können ja nicht jeden Tag so viel Glück haben, wie wir es die letzten Tage hatten. Leute, ich hoffe, euch hat das Opening wieder gefallen. Wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, den Like-Button zu klicken, den Kanal zu abonnieren, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt. Ansonsten unten in der Videobeschreibung findet ihr noch einen Link zu meinem Gaming-Kanal. Nicht vergessen, 16.12. Streaming-Event auf meinem Gaming-Kanal. Ich spiele gegen den Poképack-Player in der roten und blauen Edition. Spielen wir gegeneinander. Eine Randomized Nuzlocke. Wer gewinnt, gewinnt. Wer verliert, der verliert. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Haltet die Ohren steif, Leute. Macht's gut. Schönen Nikolaustag noch. Schönen Abend noch. Bis morgen. Ciao.